Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu Part 3 von The Killing Antidote. Wir sind auf wichtiger Mission zu duschen. Ja, das ist unser Missionsziel, weil wir sind wahrscheinlich infiziert und duschen wird alles ändern. Ja, genau. Da haben wir zuletzt aufgehört, uns gegen erbitterten Widerstand hindurch gekämpft, eine weitere Schlüsselkarte gefunden. Ja, zur Story kann man ja nicht viel sagen, weil die sich ja eigentlich nicht entwickelt. Ne? Es liegt alles auf dem Tisch. Im Labor gab es einen Ausbruch, die Leute sind entsetzlich mutiert, sie greifen uns jetzt alle an. Alles ganz schlimm, wir kämpfen um unser Überleben und wollen jetzt ja duschen. Gut, weiter geht's. Wollen wir es denn hier? Also es lädt echt fix, da kann man nicht meckern. Alles klar. Gut, hier waren wir zuletzt. Hier wollen wir wieder durch. Und da waren jetzt noch zwei Türen verschlossen, für die wir in diesem Raum die Karte gefunden haben. Hast du recht. So, nämlich diese Karte. Jetzt sollte ich mir aber vielleicht auch schon mal eine Waffe nehmen, die keine Nahkampfwaffe ist. So, das ist so ein bisschen unberechenbar. So, da wäre aber Tür 1 und da ist Tür 2. Wir fangen mit Tür 1 an. Oh, es hat geklappt. Ich dachte kurz, weil hier ein Clipboard drauf ist und auf meiner Karte war nur so ein Häkchen. Aber auch ein Clipboard. Also, okay. Das ist der Clipboard-Schlüssel. Oh. Mehr gibt's hier nicht. Achso, ich habe ja eine Taschenlampe. Ich beim letzten Mal auch erst vergessen. Puh, sportlich. Ich würde da irgendwie zusammengerollt auf dem Boden liegen und sagen, bitte nein, ich will nicht nochmal probieren. Irgendwie sowas. Ah, das sieht mir nicht passend aus. Nee. Ist nicht die passende Karte. Aber Moment. Wir hatten ja das Thema Wasser, ne? Wir waren in der Dusche und das Wasser lief nicht. So war das doch. Will mich noch gerade mal vergewissern. Gab es da vielleicht auch einen Hinweis, wo ich das andrehe? Vielleicht ist es ja auch gar nicht weit weg. Also hier war's. Geht nicht. Die anderen haben nicht mal einen Hebel. Ja, ich weiß. Gut, wo drehen wir denn jetzt Wasser auf? Ha. Was haben wir denn noch? Wir haben noch nicht viel. Unter anderem vermisse ich gerade so ein bisschen die Kurbel. Hatte ich die damals nicht abgezogen? Hm. Jetzt überfragt. Okay, aber jedenfalls kommen wir so nicht weiter. Ich gehe nochmal in diesen Raum, den ich geöffnet habe. Nicht, dass ich da was übersehen habe. Sieht aber nicht so aus. Nee, hier ist einfach nichts weiter. Dann war vielleicht noch woanders eine Tür mit einem roten Clipboard, an die ich mich nur nicht mehr erinnere. Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Das wird die Erklärung sein. Und während ich mich auf die Suche begebe, sollte ich vielleicht auch gerade nochmal die Kurbel organisieren. Das wird ja einen Grund haben, dass man die wieder abziehen kann. Hoffentlich kriege ich nicht wieder ungebetenen Besuch. Wo war die denn? Hier ums Eck, ne? Ja. Sacken wir die auch gleich wieder ein. Stimmt, da war doch noch eine Tür. In diesem, wisst schon, bei dem Gang. Da zweigt doch nach links ein Gang ab und da war auch eine Tür. Was war denn da für ein Schloss vor? Kann ich hier nochmal zwischenspeichern? Nee, ich glaube nicht. Aber doch da in dem, auch in dem Gang. Hier hoch, dann links. Da, diese Tür. Siehst? Passt. Wunderbar. Dann gehe ich aber nochmal zwischenspeichern. Wer weiß, was hier gleich abgeht.
So. Ich misstraue immer dem Überschreiben, weiß auch nicht warum. Ist vielleicht noch von Elder Scrolls oder so, da gab es ja häufiger mal Probleme mit Speichern. So. Sehr gut. Ist auch wieder so ein brüchiger Boden. Könnte was zu bedeuten haben. Das klang gerade. Das war aber nur die Tür, ne? Das klang kurz nach einer Mine. Ah, damit geht die Tür wahrscheinlich auf. Ja, es könnte sein, du wirst bald einen qualvollen Tod sterben. Aber hey, keine. Hier sind Granaten, hier ist ein. Ja, das sollte ich gleich mal probieren. Mal erstmal die Tür auf. Sehr schön. Also, da werfen wir jetzt mal eine Granate hin. Das Dumme ist, ich kann sie ja nicht gezielt werfen. Die fliegt ja, sobald ich sie ausgewählt habe. Mache ich das so? Und wenn das klappt, dann gehen wir nochmal ins Treppenhaus und werfen eine gegen die Wand. Oh, die leben die? Shit, die leben. Gehe ich nicht runter, bis die wenigstens drei der vier tot sind. Oh, sie kommen schon hoch. Danke, ganz toll. Ich freue mich immer über Besuch. Hatte zwischendurch mal Challenges gespielt. Da hat man eine Regeneration. Ich muss hier direkt auch mal drauf achten, ob es eine gibt. Sollte ich gar nicht unbedingt Medipacks verballern, sondern einfach ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Ich nehme die andere Waffe. Ich kann nicht gut zielen. Gut. Ah, geht weg. Und ab. Na, Messerchen. Sehr gut. Da ist er. Natürlich lebt er noch. Ja, jetzt kriege ich auch den Hinweis. Okay. Dann gehen wir mal runter. Hoffentlich waren das alle. Ach komm, ist nicht dein Ernst. Ich hoffe, sie meint sich selber und nicht die Sauerei. Ich muss ja sauber machen. Das wären ja mindestens 5 Dollar in die Shovi-Kasse. Oh, hier ist auch noch wieder so eine Maske. So, gut. Okay. Was haben wir hier? Pumps, okay. Ah, okay. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. So, jetzt machen wir aber gleich erstmal einen Abstecher. In diesem Bereich mit der maroden Wand. Da würde ich gerne mal eine Granate gegenwerfen. Mal schauen, was passiert. So, die nehmen wir. Wir behalten mal die Energie im Auge. Gehen nochmal speichern, falls es schief geht. Ich habe nur noch eine Granate. Mich nervt gerade so ein bisschen das Geklacker von ihren Schuhen. Nehmen wir mal wieder normale. So. Besser, ja. So. Suchen wir uns mal das Areal raus. Wie kamen wir da hin? Hier nicht. Jetzt verstehe ich langsam, wofür diese Marker gedacht sind, mit denen man sich Areale markieren kann. Das wäre in diesem Fall jetzt tatsächlich mal ganz nützlich gewesen. So, ich laufe jetzt gerade einen elenden Umweg, aber zumindest werde ich so hinfinden. Da jetzt nämlich durch, zwei Stockwerke hoch und dann komme ich dahin. Oder ein Stockwerk? Oh Junge, hol Luft. Okay, sie sprintet jetzt auch schon ganz schön lang.
kurz, ich hätte hier was übersehen, aber es ist nur so eine rote Dose. Wird meine Energie endlich mehr? Wir sind jetzt kurz vor halb. Mal schauen. Ups. Da, da, da wollte ich hin. Die Granate muss wahrscheinlich da drauf landen, ne? Habe ich hier einen Speicherplatz in der Nähe? Dass sie nicht so weit laufen muss. Wenn es missglückt. Suchen wir uns mal ein. Ich merke gerade, ich bin so ein bisschen aus der Story raus und man ist jetzt mehr im Gameplay, ne? Was ich jetzt mal dem Spiel positiv anrechne. So, genau, hier ist ein Bett. Zumindest etwas dichter. So. Irgendwie gehofft, es spawnen vielleicht auch nochmal neue Gegenstände. Der Wunsch wurde nicht erfüllt. Da. Gut. Also, probieren wir unser Glück. Das ist jetzt von woanders, ne? Für den Stockwerk tiefer. Was ist mit dieser Tür eigentlich? Achso, alles klar. Ja, viel gelaufen diesmal. Gut, ich könnte mir vorstellen, so wird es am besten gehen. Wir probieren es einfach mal. Jawoll! Okay. Komme ich da jetzt am besten hin? Vielleicht von hier aus jetzt darüber? Nein. Okay. Gut, wir wissen jetzt, wie es geht. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn es geglückt ist. Jawoll, wir haben es geschafft. Genau, das ist der Raum, bei dem ich nicht wusste, wie komme ich da rein. Jetzt stelle ich mir eher die Frage, wie komme ich hier heil wieder raus? Das könnte ein Problem werden. Ah, okay, Problem gelöst. Gut. Sehr schön. Haben wir abgestaubt. Gut. Und wir hatten jetzt aber eine Tür entriegelt, zu der werden wir als nächstes gehen. Was ich mich noch frage, wofür sind diese Dinger jetzt gut hier, dieses Nähset? Wo ist es überhaupt? Warum sehe ich es hier nicht? Da, hier, 9. Was macht man damit? Ich mag es jetzt nicht anklicken, für den Fall, dass ich irgendwas auslöse, wofür jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre. Ja, finden wir alles noch raus. So, hier haben wir jetzt hier einen Shortcut. Das haben die eigentlich auch level-design-technisch gut gelöst, dass die Dinger dicht beieinander sind. Achso, ja, nicht ganz das, was ich wollte. Moment. Hier dann, ne? Genau. Na komm. So. Und einmal gesprungen. Richtig. Hab gerade nochmal gedanklich durchexerziert, wie ging es mir jetzt nach diesen Läufen und Klettereien. Ja, ich würde mich den Zombies freiwillig zum Fraß vorwerfen. So, hier geht's jetzt auf. Fuck! Sag mal, wurde ich einfach... Ich wurde einfach erschlagen. Ach, herrje. Oh, und ich habe nicht gespeichert. Nach meinem Fund. Okay, dann steigen wir hier wieder gemeinsam ein, wenn ich da bin. Bis gleich. Ah, gut. So. Oh, der ist aber deutlich schneller als seine Artgenossen.
Oh, Energie. Sollte mir was gönnen. Das klingt nach einigen. Vielleicht gehe ich mal hier rauf und baller die von oben ab. Wo sind die Leiter hin? War hier nicht eine? Die ist weg. Gut, wenn das jetzt schief gehen sollte, würde ich beim nächsten Mal einfach den Zombie-Smasher reinwerfen. Aber die Schnellen können offenbar nicht so viel ab. Das ist gut. Ah, damit hätte ich einige Probleme lösen können. So, aber hier sind jetzt vielleicht Wasserpumpen. Aber ich kann sie nicht anstellen. Ist hier irgendwo anders noch was? Hier ist so eine Textnachricht. Okay, die waren hier offenbar eingesperrt, um sich vor den Mutanten zu schützen. Sind dann aber selber mutiert und dann war es das. Ah, Moment, hier könnte was sein. Ja. Gut. So, man weiß ja nie. Gut, wo war jetzt wieder die Dusche? Achso, genau. Und wir werden natürlich speichern. Wir spielen auf Normal, ne? Da ist schon... Obwohl, das ist auch ein bisschen gemein, ne? Das mit der Tür. Aber hey, die Speicherpunkte sind eigentlich zahlreich und wir sind nicht darin limitiert zu speichern. Insofern ist das durchaus vertretbar. Gut. Was? Hatte ich jetzt einen Denkfehler drin? Ich bin jetzt einmal im Kreis gerannt, oder? Achso, Moment. Wo war denn das jetzt? Moment, ist da eine Maske? Kann ich dir von hier erwischen? Ja. War das auch gleich erledigt? Gut, es war also der falsche Weg. Das können wir festhalten. Oh mein Gott, ein Irrgarten jetzt. Komme ich doch langsam schlingern. Hatte mich auch schon gewundert, warum ich so lange ohne größere Orientierungsprobleme klarkomme. Jetzt war es soweit. Aber wir haben noch eine Maske gefunden, ist doch gut. So. Und nochmal hops. Können wir auch gleich nochmal speichern? Wo war der Speicherraum? Da drüben. Kam ich hier wahrscheinlich durch, ne? Genau. Nicht, dass wieder irgendwas passiert, fällt mir der Duschkopf auf meinen Kopf. Ich bin erschlagen. Sauber, aber tot. Wäre auch doof. Gäbe eine hübsche Leiche ab. Ende im Gelände. So. Gut. Jetzt müssten wir Wasser haben. Das ist nicht viel Wasser. Willst du mich veräppeln? Was ist denn jetzt noch verkehrt? Ich dreh ab. Wo steht
stehen da, ist, habe ich hier irgendwie einen Missionslog? Nee. Was stimmt denn jetzt noch nicht? Soll ich mich vielleicht am Waschbecken waschen? Soll ich hier meine Kleidung ablegen? Ach! Moment, das könnte sein. Okay, probieren wir es jetzt nochmal. Nee. Ach, die Schuhe noch. Das sind meine Schuhe. So. Nee. Ich drehe ab. Gut, ich werde hier mal ein bisschen suchen. Hier ein kurzer Hinweis. Ich habe hier noch eine weitere Maske gefunden. Die können wir uns gleich nochmal genehmigen. Ansonsten habe ich noch nichts Neues rausgefunden. Bis gleich. Oh, und schaut mal, jetzt habe ich den zweiten Teil des Rätsels gefunden. Bei dem Rechner, wo wir den Boden weggesprengt haben, haben wir auch noch einen Controller für die Pumpen. Okay. Jetzt müsste es gehen. Ja. Sind wir uns einig. Ach so. Hier komme ich jetzt nicht mehr raus. Muss ich wieder hier durch. Könnte aber sogar kürzer sein. Passt schon. Und zum Glück respawnen die Gegner nicht. Das waren hoffentlich nur die Pumpen, die angesprungen sind. Ich höre Gegner. Na? Von wo kommen die her? Ja, wesentlich wenigstens, wollte ich sagen. Bringen Sie Beute mit. Die stehen noch nicht wieder auf, ne? Ist noch nicht einer wieder aufgestanden von denen. Ja, die steht bestimmt noch mal auf. Ja. Zweimal daneben geschossen, das war schon peinlich. Na, wo ist sie? Ach, da. Wir verfolgen uns gegenseitig. Stillhalten den Kopf. Oh, hab gerade ein ganz übles Aiming. Zum Glück hatte ich einiges an Munition gefunden. Ist da noch irgendwas aufgegangen? Nee. Gut. Machen wir uns auf den Weg. Nee, von hier kam ich ja nicht wieder zurück. Genau. Insofern muss man hier tatsächlich im Kreis laufen. Das war dann gar nicht mal so sehr meinem löchrigen Gehirn geschuldet. Aber ich speichere lieber nochmal. Gut. Hier war da noch eine verschlossene Tür, ne? Sind die da vielleicht durchgekommen?
Nee. Von wo kam die her? Keine Ahnung. Naja, gut. Bin jetzt auch nicht versessen darauf, den umzunieten. Kostet nur Munition. Oh. Was war das? Ach, das sind auch wieder neue. Ich habe leider viel zu viel Munition gerade. Oh, ich komme nicht mehr hoch. Die haben meinen Pfad kaputt gemacht. Was meinen jetzt? Ah, das ist echt ein Duschen mit Hindernissen. Geht das hier so? Nee, da hält er sich nicht fest. Hier? Nee. Vielleicht, wenn ich die Waffe wegpacke? Nee. Nee, ist alles ziemlich aussichtslos. Hat sich vielleicht noch irgendwas verändert? Nee. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Wir haben ein Problem. Oh, warum ist der schon wieder da? Ich mag die nicht. So, und ich hätte gern mein Messer wieder. Dankeschön. Trottel. So, und ich habe immer mal drauf geachtet, aber meine Energie scheint sich tatsächlich nicht zu regenerieren. So, was tun, sprach Zeus. Ich muss einen anderen Weg finden. Da war doch augenscheinlich noch eine Tür aufgesprungen, ne? Da war doch auf einmal ein Höllenlärm, als ich hierher ging. Schaue ich mich da nochmal um. Das kann ich mir im Grunde sparen. Das auch. Da war doch ganz am Anfang mal so ein gelbes Regal. Wie kommst du denn jetzt hierher? Zu dir wollte ich allerdings nicht. Da hängt jemand, ne? Da ist auch noch ein Weg, den ich noch nicht hatte. Ah, okay. Nein. Steht auch noch alles so. Moment, gehen wir noch weiter zurück. Oh, die Money wird auch knapp. Ich sollte mal die Waffe wechseln. Ah! Gut, jetzt bin ich da. Das ist neu. Oder? Nee, von hier bin ich mal hergekommen. Ah, nee, das bringt mir tatsächlich gar nichts. Ich hatte gehofft, dass dieser Weg hier frei wäre. Ist er aber nach wie vor nicht. Werde ich jetzt ein bisschen suchen müssen. Ich nehme an, das wird wieder ein bisschen dauern. Würde ich euch gleich wieder dazu holen, wenn es soweit ist.
Okay. Was war das? Ich kann auch hören. Ihr habt es da vielleicht eben gesehen. Da oben ist ja so ein Rundgang. Vielleicht komme ich da ja hin. Ach, hier. Hier ist jetzt was frei. Wieder. Oh nee, Moment. Das erledigen wir auf dem kurzen Weg. Aha. Mein letzter Speicherpunkt war zu weit weg. Okay. Aber gut, wir kommen jetzt weiter. Was sollte das sein? Gut. Oh, von dort kommen auch welche. Ich darf mich nicht einkreisen lassen. Ist doch jemand? Du? Okay. Gut, gut. Ihr seid aber Legion seid ihr. Da ist auch noch jemand. Das hört gar nicht auf. Oh nein, 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 nein. Oh, ach so, ich dachte, ich wäre draufgegangen. Gut, dann entspann dich mal, gut, dann. Ich habe nicht mehr viel Energie, es muss jetzt klappen. Kommen die nur alle her? Okay, vielleicht haben wir... nee, doch keine Zeit. Für ein Medikament doch jetzt. Gut. Wie gut, dass wir noch die Munition aus dem Raum mit der gesprengten Wand geholt haben. Das wäre sonst hier mein Ende gewesen. Aber das gibt's alles nicht. Oh, Junge. Ich weiß inzwischen gar nicht mehr, in welche Richtung ich muss. Ah, aber das ist gut. Kann's erstmal wieder ein bisschen aufrüsten. Wenn Gegner kommen, dann auch richtig, ne? Was haben wir hier noch Schönes? Na gut, dann nehmen wir doch gleich die andere. Die hier. So, wo kamen die alle her? Türen sind immer noch alle zu. Aus dem Nichts gespawnt. Und wer erwartet mich da jetzt noch? Okay, hinter der Wand sind die alle. Kriegen vermutlich... Ah, hier haben wir einen Zombie-Smasher, einen neuen, das ist gut.
Okay, du reicht's aber langsam. Hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Ja, noch ein Badge. Gut, so komme ich auf jeden Fall in den Duschraum. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Raum hier auch nochmal an. Ich habe gerade so ein bisschen Sorge, dass ich eine Mine übersehe. Nee, ist aber nicht so. Wo führt die Tür denn jetzt hin? Ah, okay, nirgendwo. Sie ist einfach zu. Gut. Da ist ja immer noch einer am Leben. Meine Güte. So, und da müsste es jetzt gehen, ne? Ah, okay. Ja, nein. Was ist das hier überhaupt? Ach so. Das ist der Raum darunter. Da konnte ich auch hochschauen. Da komme ich dann nicht zurück. Da müsste ich den ganzen Weg nochmal laufen. Nee, das machen wir nicht. Suchen wir uns jetzt nochmal ein nettes Bettchen zum Speichern. Dann gehen wir hoffentlich endlich duschen. Das war aber eine schwere Geburt. Ich dachte schon, wir beginnen diese Folge damit. Ja, nicht gespeichert, ne? Aber stattdessen scheinen wir die damit auch erst zu beenden. Mal gucken, ich habe auch gar keinen Überblick mehr, wie viel Spielzeit wir schon zusammen haben, weil ich so viel schneiden muss. Okay. Gut, so. Jetzt aber. Bitte, bitte. Na, endlich. Okay. Oh, ist aber ein schlechter Zeitpunkt für einen Angriff. Was ist das? Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Lauf! Bitte? Ich hab keine Ahnung, lass es einfach laufen. Laufen, laufen, laufen. Bleib auf dem Laufenden. Steh wieder auf. Oh, wir bräuchten ein bisschen Energie. Ich hab keine. Weil meine ganze Ausrüstung ist weg. Geil. Darauf hab ich jetzt Bock, ja? Super. da war ein Energy Drink, den hätte ich wahrscheinlich gebrauchen können. Ich habe keine Kondition mehr. Das ist wahrscheinlich ein Problem. Oh Gott. Okay. Super. Oh fuck. Okay, ich brauche diesen Energy Drink, wie es aussieht. Probieren wir es nochmal. Geil. Aber das... Das ist eine Wendung, mit der hatte ich jetzt nicht so gerechnet. Oh, steh bloß wieder auf. Das kriegt Klack. Da ist Energy Drink. Oh. Geil. Diese Verzögerung hat mich das Leben gekostet. Keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Eventuell steht auch hier wieder eine Kürzung an. Lauf bitte. Ach, es geht gar nicht. Okay. Okay.
Okay. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das hört sich aber nicht sicher an. Mhm. Das wäre eine Idee. Zeugs wiederholen. Und vielleicht auch ein Speicherpunkt, das wäre sowas von cool. Ah, ich kann dagegen treten? Wie trete ich denn? Left out. Ah, ich kann stompen. Aber soll ich jetzt gegen stompen? Das ist schon mal nicht gemeint. Das hier? Ach so, hier. Ah, okay. Aber wahrscheinlich muss ich hier auf das brüchige Holz. Ach, kann ich so auch eventuell Zombies erledigen, die sonst wieder auferstanden wären? Habe ich da schon wieder was gelernt, was ich seit 2 Stunden hätte nutzen können? Hier habe ich schon mal eine Taschenlampe, das ist gut. Das ist nicht so gut. Ah, Tür, 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 Tür. Ah. Komm, Rudi. Oh, Mist. Ah, das, da war ich schon wieder zu dicht dran. Ich müsste in den Gang zurück, aber da wartet ja der andere auf mich. Oh, jetzt wird aber viel gestorben. Wo lässt er mich jetzt raus? Bitte nach der Hatz. Ja, sehr gut. Wir spielen noch bis zum nächsten Speicherpunkt und dann machen wir erstmal Break, würde ich sagen. Ja, gut. Da muss ich jetzt einfach ganz selbstbewusst sein. Reinrennen, anlocken, rausrennen. So möglichst bevor die anderen hochkommen. Na komm. Ah, jetzt habe ich sie selber ausgelöst. Und der war schon da. Oh Gott, das wird ja immer haariger. Okay, es hat mir das Glück ein wenig auf die Sprünge geholfen. Ah, ein Speicherplatz. Ein Träumchen. Eine Waffe und ein Speicherplatz. Da werde ich jetzt erstmal speichern. Ich habe leider keine Munition dafür. Doch, habe ich. Habe ich nicht. Doch, da liegen noch Pfeile drin. Die Tür ist noch im Weg. Ja, ist okay. 3 Pfeile. Kann ich die vielleicht aus den Gegnern wieder rausziehen? Ja, sehr gut. Okay. Gut, das macht es doch schon deutlich entspannter. Gut. So, jetzt müsste ich die Tür hier irgendwie aufbekommen. Ich finde, die Schritte klingen auch sehr überzeugend. Sie ist halt barfuß, man hört das richtig gut. Everyone is dead. Ah, nicht ganz. Ich bin noch da. Bringe alles in Ordnung. So, wie machen wir die jetzt auf? Ist hier irgendwo ein Knopf? Hm. Nö.
Ist auch nichts weiter. Aber hey, der Bogen ist geil, das gefällt mir. Nee, das ist eine Lampe, kein Gitter. Tja, was tun, sprach Zeus. Ach, hier ist ein Knopf. Ach, ich da. Dödel, dödel, dödel. Jetzt ist sie offen. Bin gespannt, wie lange so ein Pfeil hält. Ich hoffe, lang genug. So. Gut. Gut. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Dann haben wir es doch erstmal hübsch gemacht fürs nächste Mal. Ich gehe jetzt wieder ins Bett, speichere ab. Dann soll es für heute auch reichen. Oh, aber mein Pfeil hätte ich gern wieder. Steckt in der Wand. Oh ne, doch nicht, lag auf dem Boden. Das war nur das Licht. So, wo war es hier? Alles klar. Genug für heute. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.